So liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Video bei BKM Electric. Heute zeige ich euch die Q8 Ambientenbeleuchtung und warum die uns insgesamt fast 4000 Euro gekostet hat und trotzdem noch ein Schnäppchen ist, zeige ich euch in dem Video. Also nach dem Intro geht's los. So liebe Leute, bevor ich anfange, falls du uns noch nicht kennst, mein Name ist Bekim von BKM Electric und wir zeigen wirklich sehr viele Sachen rund um den Audi, rund um Ambiente, rund um Sternenhimmel, Elektronik und so weiter für dein Auto. Also abonnieren und chillen, um nichts zu verpassen, lassen ein Like da, falls dir das Video gefallen hat, und für alle, die uns wirklich tatkräftig unterstützen, danke für eure Unterstützung auf jeden Fall. Danke dafür und wir gehen weiter zum Q8. So liebe Leute, ich schaue ein bisschen jünger aus von der Bart. Bevor wir jetzt kurz über den Preis reden, weil das ist das Interessante und wie sich überhaupt die Ambientebeleuchtung da zusammengewürfelt habe, will ich euch kurz zeigen, wo wir sie überall nachgerüstet haben. Fangen wir an. Türverkleidung wie gewohnt. Flächenbeleuchtung, Konturbeleuchtung, Griffbeleuchtung und Ablagefachbeleuchtung. Mega, einfach mega. Dann Mittelkonsole doppelt beleuchtet. Das hat mir sehr gefallen. Indirekt oben und direkt durch diese langen Leisten, die dann auch dafür sorgen, dass die Mittelkonsole auch extrem lange aussieht. Erinnert mich so wie ein bisschen an den X5. Durch die Ambientebeleuchtung merkt man eigentlich, wie riesig lang die Mittelkonsole ist. Und hier genau das Gleiche. Was sagt ihr? Unsere Fans, die meisten BMW-Zuschauer, was sagt ihr? Schaut wirklich, ich meine, hier blenden wir ein Foto vom A8 ein, von gestern. Die schaut dann auf jeden Fall besser aus mal als mit dem Q8, würde ich sagen. Weil er einfach mehr bekommen hat. Dachbeleuchtung, Sitzbeleuchtung und so weiter. Was mich ein bisschen enttäuscht hat bei dem Q8, bei dem Besitzer, er hat recht natürlich. Serienmäßig gibt es das Cockpit nicht beleuchtet. Oben haben wir trotzdem gemacht. Hat sehr schön ausgeschaut und dann hat er gesagt, nee, er will es wieder ausgebaut haben. Liebe Leute, hättet ihr das auch ausgebaut? Das würde ich gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. War sehr schön, weil er ist einfach mit der Kontur, es ist, der A6 hat es, der A5 hat es, der A4 hat es und der A8, der A7, A6 und so weiter. A6 habe ich zweimal gesagt. Und der Q8 hat es nicht, obwohl es sehr schön war. Aber egal, gehen wir weiter. Mittelkonsole hätten wir abgehabt. Cockpitbeleuchtung, liebe Leute, es fehlt uns momentan was. Zeige ich euch gleich warum und wieso. Aber die ist hier unten beleuchtet, indirekt natürlich wieder die Flächenbeleuchtung und eigentlich ist das Quattro-Logo auch beleuchtet. Haben wir nicht momentan. Kommen wir gleich dazu, warum nicht. Dann haben wir natürlich die Fußraumbeleuchtung. Und dann war es das schon. Das Ganze wird natürlich auch reinkodiert im Bordcomputer, so dass man das alles im Bordcomputer steuern kann. Insgesamt 30 Farben und die zwei Zonen natürlich, Flächen und Linien, die man separat einstellen kann. Insgesamt, liebe Leute, sind wir circa auf 4000 Euro gekommen. Wie kommen wir aber auf 4000 Euro? 4000 Euro für das, was wir, wie wir gestartet haben, ist ziemlich billig. Hätte viel teurer werden können. Es läuft so ab, liebe Leute, bei uns. Ihr schreibt uns, hallo, ich habe ein Audi, zum Beispiel A8, Q8 oder sonst was, Ambientebeleuchtung. Wir sagen, okay, die Ambientebeleuchtung haben wir. Unsere Sets schauen zwar 1:1 original aus, sind aber im Nachbau. Auch die Steuergeräte und so weiter. Darum ist es ein bisschen günstiger. Nicht ein bisschen, sondern um vieles günstiger, als wenn ich jetzt original anfange, die Teile zu bestellen. Macht Sinn, natürlich. Weil es schaut 1:1 genau gleich aus. Lebensdauer passt. Warum nicht? Ne? Da gibt es aber ein Problem. Manchmal haben wir ein paar Teile nicht im Nachbau. So, wie hier in dem Fall das Quattro-Logo und in der Mittelkonsole diese silbernen Leisten. Warum wir das nicht haben, sage ich euch auch gleich. Und dann sagt der Kunde, nee, die will er auch natürlich haben. So haben wir gar kein Problem. Dann rufe ich in Audi an und frage, was die Teile kosten. Das ist uns jetzt passiert beim Q8 und beim A8. Diese zwei Leisten hier haben gekostet Stück 260 oder 270 oder 280. 280 plus 280, liebe Leute, sind 560 Euro. Haben wir mal nur für die Leisten bezahlt. Dann haben wir bezahlt, müssen wir noch zahlen für das Quattro-Logo, weil das Quattro-Logo gibt es natürlich nur in der ganzen Leiste, also nicht separat, sondern die ganze schwarze Leiste hier vorne müssen wir neu kaufen. Das ganze Schwarze. Circa 600-700 Euro. Da sind wir bei 1300 Euro. Leute, wenn ich jetzt anfange, die Teile zu kaufen, original bei Audi, Leisten. Hier, okay, hier gibt es nichts zu kaufen, aber die LED-Beleuchtung. Hier die Leisten. Dann, liebe Leute, sind wir schnell bei 5000 Euro. Da haben wir nicht mal angefangen zu arbeiten. Die Leiste mit der integrierten Ambientebeleuchtung, die ist original. Die wurde original bestellt. Weil die schauen echt gut aus. Die schauen mega aus. Da ist nichts irgendwie nachgemacht. Nichts, ja, das natürlich, da passt jetzt alles. Kurzes Szenario, kurze Geschichte, A8 gestern, da haben wir insgesamt bezahlt 1800 Euro. Da hat uns gefehlt die Sitze, waren beleuchtet hinten, blenden wir ein. Da hat uns gefehlt die Mittelkonsole und da hat uns gefehlt das Cockpit. Cockpit und Mittelkonsole, sorry. Diese drei Sachen haben 1800 Euro gekostet. Die Ambientebeleuchtung bei uns nachzurüsten hat 2,5 gekostet. Insgesamt alles. Und dann, nur für diese drei Sachen, haben wir nochmal 1800 Euro zahlen müssen. Und so sind wir ganz schnell auf 4000 Euro gekommen. Wir hätten natürlich auch viel mehr kommen können, wenn wir alles original. Aber das haben wir uns erspart. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zum Preis? Würdet ihr das zahlen? Ich wollte euch ja auch kurz erzählen, warum es die Leisten nicht
nicht im Nachbau gibt. Aus dem Grund, weil es insgesamt 10 oder lass mich lügen, also gefühlte 10 verschiedene Leisten in verschiedenen Optiken gibt. Die Leiste gibt es in Carbon, in Holz dunkel, Holz hell, Silber, Silber gebürstet und so weiter. Das heißt, das kann es gar nicht im Nachbau geben, weil was soll man denn zuerst nachbauen? Weißt du, was ich meine? Die Nachfrage ist ja nicht so hoch dann, ne, dass man jetzt anfängt, da von allen in Massen zu produzieren. Aber dafür gibt es Original. Solltest du einen Q8 haben und keine Ambientbeleuchtung haben, dann schreib uns und wir können dir gerne sagen, was es kostet, der ganze Umbau und so weiter. Ja, angeblich hat Rav Camora die Sorte, ich weiß nicht, weil ich weiß, dass er einen Ferrari hat, einen 488 Ferrari, ne, oder? Aber ja, schreib es in den Kommentar, falls du weißt, was für ein Auto er fährt. Was sagst du zu der Farbe? Es ist ja foliert. Sehr schön. Gewagt, aber sehr schön. Ich hätte es nicht gemacht. Ich jetzt, meinst du dunkel? Es ist auch nicht meine Lieblingsfarbe, Favorite-Farbe, aber man sieht das Auto, es ist sehr schön, es ist sehr schön. So, liebe Leute, falls du ein Audi-Fahrer bist und auch keine Ambientbeleuchtung hast, dann ruf uns doch einfach an, schreib uns eine E-Mail und sag, hey, ich will eine Ambientbeleuchtung nachrüsten, was kostet das denn, was kann ich mir erwarten? Nachfragen kosten, tatsächlich, ja. Ja, wir können mal quatschen, ja. Und dann kostet es was. Ab der 5. Minute kostet es. Nee, könnt gerne mal anrufen, könnt gerne mal eine E-Mail schreiben und wir quatschen ein bisschen über den Umbau, über deinen Umbau. Ansonsten alle wichtigen Links fürs Leben findest du natürlich in der Infobox, Instagram, TikTok. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Adios.